die Führungsgruppe wird bei verschiedenen Einsatzstichworten alarmiert. Das ist zum einen ganz klassisch ein Einsatzüberzug und Verbandsstärke. Wir kommen aber auch bei anderen Einsatzstichworten zum Einsatz. Das wäre in Leonberg sehr spezifisch, zum Beispiel der Engelberg-Tunnel, aber auch bei dem Thema Flächenlage. Flächenlage bedeutet, dass wir im Stadtgebiet Leonberg verschiedene, sehr viele Einsatzstellen haben, beispielsweise bei einem schweren Unwetter. Es kann natürlich auch sein, dass wir bei besonderen Einsatzlagen noch zum Einsatz kommen. Da hatten wir gerade letztes Jahr in Gebersheim eine Bombenentschärfung. Da wurde eine Weltkriegsbombe gefunden und wir wurden da vorab alarmiert, dass wir vor Ort diese Evakuierung der Straßen organisieren konnten. Das ist es, was die Führungsgruppe ist und was die Aufgaben der Führungsgruppe sind. Das war natürlich sehr theoretisch, also lasst es uns einfach mal in der Praxis anschauen. Nehmen wir an, jetzt bricht über Leonberg ein Unwetter herein. Bei einer Unwetterlage in Leonberg ist es meistens so, dass erstmal ein oder zwei Einsätze im Stadtgebiet auflaufen. Die Leitstelle alarmiert die Feuerwehr. Die Feuerwehrkräfte kommen hier zur Feuerwache, besetzen Fahrzeuge, fahren raus. Das ist alles keine große Sache. Hier ein Wasserschaden, dort eine vollgelaufene Produktionshalle und hier ein umgestürzter Baum. Dann meistens sehr schnell absehbar, ob im ganzen Stadtgebiet jetzt noch viele weitere Einsätze aufkommen. Und das ist dann spätestens der Zeitpunkt, wo die Führungsgruppe alarmiert wird, um Struktur in das ganze Einsatzgeschehen zu bringen. Dann haben wir so für uns definiert, so ab 5, 6 Einsätzen, die jetzt mal einlaufen, dass man dann die Führungsgruppe gleich alarmiert. Das braucht ein bisschen Vorlauf, bis das ganze Führungshaus aufgebaut ist, dass man da, wenn es dann richtig losgeht von der Einsatzzeit, auch gleich handlungsfähig ist. Bei Unwettereinsätzen haben wir teilweise auch mal 100, 120 Einsätze innerhalb eines Tages. Und da den Überblick zu bewahren, das ist das, was für mich die Führungsgruppe besonders macht. Der Löschzug vor Ort. Das ist gut. Man hat immer Extremsituationen, in die man reingeworfen wird. Es sind immer super große Lagen oder besondere Lagen, weil man einfach super viele Einsätze hat. Und das alles zu organisieren, zu disponieren, das liegt mir total. Und seitdem bin ich jetzt bei der Führungsgruppe. Wenn wir jetzt eine Großschadenslage oder eine Unwetterlage haben, dann sind wir hier in der Feuerwache. Dann haben wir einmal ein Führungshaus und einen Kommunikationsbereich. Und der Kommunikationsbereich ist dann auch die Schnittstelle wieder zur Leitstelle und raus zu den Fahrzeugen. Wir haben Leute, die die Feuerwache anrufen. Die rufen dann nicht bei der 112 an, sondern direkt hier bei uns in Leonberg. Und auch die Einsätze müssen wir eben alle aufnehmen. Feuerwehr Leonberg, Valenta, guten Tag. Ja, hallo, das ist in Leonberg. Also bei mir ist gerade bei diesem Unwetter der Keller vollgelaufen mit Wasser. Die Einsätze kommen rein, die werden aufgeschrieben, notiert, dann wird denen eine Priorität zugeordnet und gibt die dann eben an die Einsatzleitung weiter. Und die Einsatzleitung, das sind dann Zugführer und eben unsere Kommandanten zum Beispiel. Und die koordinieren dann die Einsatzstellen. Das heißt, es gibt oben am Whiteboard quasi so einen kleinen Pool an Einsätzen und die werden, je nachdem wie viel Mannschaft und Fahrzeuge wir aktuell frei haben, werden dann abgearbeitet. Ja. Wir haben einen Einsatzleiter im Regelfall hier vor Ort, der wird durch die Führungsgruppe unterstützt. Und der Einsatzleiter befindet sich im Lageraum. Dort werden am Whiteboard oder an dem sogenannten Lageboard werden die Einsätze dann alle aufgehängt, dargestellt. Von dort wird dann disponiert, welches Fahrzeug fährt zu welchem Einsatz und in welcher Dringlichkeit geschieht das. Also den Einsatz im Kaufland, Römerstraße 34, das übernimmt das Warnbronner LF, die einmal nachalarmieren.
Die Einsatzleitung geben die dann zurück in das Kommunikationshaus. Und das Kommunikationshaus gibt dann die Informationen an die Einsatzkräfte weiter, sodass die Fahrzeuge dann die entsprechenden Einsatzstellen anfahren können. Schauen wir, was haben wir? Darüber wird eine Einsatzkarte geführt, das heißt, dass man sieht, wo sind die Einsätze, sind die jetzt querbeet im gesamten Stadtgebiet oder haben wir Einsatzschwerpunkte in 2, 3 Straßenzügen oder eine Abteilung komplett betroffen und da gewinnt man dann einfach eine gewisse Übersicht über das Einsatzgeschehen, was halt gut und wichtig ist. Alleine ohne die Führungsgruppe könnte man diese Menge nicht verarbeiten und nicht abarbeiten, das geht nicht. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es in Leonberg trotz des Unwetterereignisses noch mal zu einem Brand kommt. Der findet hier statt. Parallel zu diesen Einsätzen, die wir abarbeiten, haben wir immer noch 2, 3 Fahrzeuge im Grundschutz. Für den Fall der Fälle, dass jetzt noch ein Blitzeinschlag im Dachstuhl kommt und wir dann einen Dachstuhlbrand oder eine klassische Brandmeldeanlage haben. Das heißt, wir binden nicht unsere gesamten Ressourcen in dieser Flächenlage, die wir haben. Wichtig ist immer noch der Grundschutz für Prioritätseinsätze, dass wir die gut und sauber zeitnah abarbeiten können. Ja, hier Florian Leonberg 1-0. Also wenn ein hochpriorisierter Einsatz reinkommt, dann wird der natürlich ganz normal aufgenommen, wird als hochpriorisiert und dann wird der separat sofort genommen, dem Führungshaus gegeben und denen aber auch klar gesagt, es handelt sich hier um einen hochpriorisierten Einsatz. Wir haben hier eine Brandstelle. Dann schrillen natürlich sofort die Alarmglocken, dann wird dieser Einsatz auch sofort bearbeitet. Der Einsatzleiter wird mit einbezogen, dass man sich sofort darum kümmert und das nicht aufschiebt. Bei bestätigten Bränden in Gebäuden wollen wir eigentlich automatisch die Führungsgruppe alarmieren lassen. Wenn wir dann einen bestätigten Brand haben, müssen wir eben gucken, dass wir aus den noch übrig gebliebenen, die dann zum Beispiel in der Bereitschaft sind, noch zusätzlich Personal stellen können, um eben die Führungsunterstützung dann anbieten zu können. Das wichtigste Mittel ist vom Prinzip die Einsatzlagekarte hinten in der Türe mit verschiedenen kleinen Kärtle, wo wir die ganzen Fahrzeuge drin haben. Und da kann man dann das gesamte Szenario mit der Kräfteübersicht, was ist momentan von der Einsatzstelle, das heißt, das Gebäude wird aufgezeichnet, wo ist genau das der Brandherd im Gebäude, wo stehen die Fahrzeuge ums Gebäude rum. Das ist eigentlich das Wichtige, dass man den Gesamtüberblick in dem Einsatz hat. Wir haben vorne die Funker, die dann die Kommunikation zur Leitstelle machen, aber auch die Kommunikation wieder hin zur Einsatzleitung und das Ganze eben zu dokumentieren. So, das ist ein Einsatz, wo wir eben an der Einsatzstelle sind. Von
der Persönlichkeiten, finde ich, ist eine sehr, sehr junge, dynamische Truppe, mit der es mega Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Die haben Spaß im Team, diese Führungsgruppe zu begleiten. Also ich glaube, dass die Führungsgruppe aus der Feuerwehr Lemberg die nächsten Jahre definitiv nicht mehr wegzudenken sein wird, tendenziell eher früher und stärker eingebunden wird in die Einsätze als bisher. Es geht nur im Team gemeinsam bei der Feuerwehr, deshalb glaube ich, dass das zukunftsträchtig und zukunftsweisend ist. Jetzt habt ihr gesehen, was die Aufgaben der Führungsgruppe sind und wie wir den Einsatzleiter im Ernstfall unterstützen. Wir wünschen euch noch eine schöne Hauptversammlung.